In diesem Video präsentiere ich euch 5 Gründe, warum es Sinn macht, Pi-hole, also einen DNS-Server, der Werbung blockiert, zusätzlich zu einem Werbeblocker im Browser einzusetzen, also sowas wie uBlock Origin. Die Liste hat jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist jetzt auch nicht irgendwie geordnet. Wir gehen jetzt einfach mal von 1 bis 5 meine Gründe durch. Grund Nummer 1 ist die Geschwindigkeit. Kann eine Domain gleich gar nicht aufgelöst werden, werden auch keine Daten im Netzwerk übertragen. Ich habe also weniger Traffic und mein Adblocker wird weniger belastet auf meinem PC. Gerade bei Mobilgeräten, die ja noch ein bisschen schwachbrüstige Prozessoren haben, spielt das durchaus noch eine Rolle. Der Grund Nummer 2 ist, dass man ja im Heimnetz sogenannte smarte Geräte oder IoT-Devices hat, also Internet of Things-Geräte. Auf denen kann ich ja gar nichts installieren, da habe ich gar keine Kontrolle drüber. Was meine ich damit? Naja, das kann anfangen bei der PlayStation, das können irgendwelche Smart-Home-Lautsprecher oder Multiroom-Lautsprecher sein, das kann der Fire TV sein. Also alles Geräte, wo ich nur eingeschränkt überhaupt was drauf machen kann und Werbung blockieren kann. Die Geräte senden aber gerne Telemetriedaten nach Hause, haben Tracker installiert und die Apps zum Beispiel auf dem Fire TV-Stick, die spionieren einen ja auch mal gerne aus. Habe ich nun Pi-hole im Netzwerk, erreichen die ihre Domains gar nicht und sind damit ja etwas kastriert sozusagen. Ja, kommen wir zu Grund Nummer 3, den habe ich auch so ein bisschen gerade angerissen. Wir kommen mal zu mobilen Geräten. Zum einen gibt es halt mobile Geräte, die einen Browser vorinstalliert haben, der gar keine Add-ons zulässt. Zum Beispiel, wenn man den Chrome-Browser drauf hat, kann man gar keinen Adblocker installieren. Zum anderen gibt es natürlich Apps, die Werbung einblenden und ja, da kann ich natürlich dann auch keinen Adblocker installieren und die Apps tracken einen, ohne dass man die Kontrolle darüber hat. Also gegen diese Probleme kann auch Pi-hole helfen. Auch hier gilt halt wieder so, weil die ihre Domain nicht erreichen, können die halt weder Werbung einblenden noch ihre Tracker auslesen. Und da haben wir ja auch wieder den Grund Nummer 1 mit der Geschwindigkeit, denn Handywerbung ist schon ein großes Thema, wenn, kennt ihr bestimmt auf euren Apps. Wenn das alles wegfällt, hat auch die Handy-CPU weniger zu tun. Kommen wir zu Grund Nummer 4 und da denken vielleicht gar nicht viele dran. Hier geht es um die Sicherheit. Und zwar hat Pi-hole auch Listen drin von Malware-Anbietern. Das heißt, klickt man mal versehentlich auf einen falschen Link oder man hat ja auch Personen im Haushalt, die da vielleicht die Awareness gar nicht für haben, die klicken auf einen falschen Link oder. Auf jeden Fall wird Pi-hole dafür sorgen, dass hier keine DNS-Auflösung stattfindet und die Domains von Ransomware oder anderen schädlichen Anbietern halt eben geblockt werden. Wir hatten ja auch schon das Thema IoT und man hat ja vielleicht auch Geräte im Haushalt, die gar nicht mehr so aktualisiert werden. Also zum Beispiel sind ja Browser durchaus in der Lage, solche Domains zu kennen und haben da auch Listen integriert. Ja, aber bei dem ganzen Wust an Geräten, den man halt so im Haushalt hat, würde ich jetzt nicht drauf wetten, dass wirklich alle diese aktuellen Listen haben und auch alle mit dem aktuellen Browser ausgestattet sind. Das kann ja schon zum Beispiel beim Fernseher anfangen. Pi-hole habe ich da halt eine elegante Lösung, die Domains werden wieder nicht aufgelöst und damit sind meine Geräte ein Stück sicherer geworden. Kommen wir zum Grund Nummer 5, der fasst so ein bisschen die Punkte von vorhin alle zusammen. Und zwar geht es da um die Privatsphäre. Dieses ständige Ausspähen von allen Geräten, das heißt vom Browser angefangen bis hin zu den ganzen IoT-Devices, bis hin zu Apps, die halt dann Tracker installiert haben, die sogenannte Telemetriedaten oder Nutzungsdaten halt an den Hersteller schicken. Und da ist Pi-hole ja eine der wenigen einfachen Lösungen, die das halt jetzt nicht wahrscheinlich komplett unterbinden kann, aber zu großen Teilen einfach unterbinden kann. Bei mir ist der Schnitt ungefähr, dass 30% der aufgelösten Domains im Heimnetz geblockt werden. Also 30% muss man sich mal überlegen, wie viel Pi-hole da einfach an Privatsphären-Eingriffen schon mal vorbeugt. So, und was haben wir jetzt als Fazit von den 5 Gründen mitgenommen? Pi-hole ist relativ günstig und einfach zu installieren. Entweder man nimmt einen Raspberry Pi, ich glaube, das läuft sogar auf dem Raspberry Pi Zero. Ein Handyladegerät hat auch jeder zu Hause, also das lässt sich wirklich einfach installieren. Gibt es eine coole Anleitung dazu und dann ist das installiert und fertig. Dann muss ich es nur noch im Router umstellen, dass halt der DNS-Server jetzt der Pi-hole ist. Und ab dann ist die ganze Familie oder wer auch immer bei euch noch im Haushalt mitlebt, an diesen DNS-Server angeschlossen und alle Geräte lösen ihre Domains nur noch über Pi-hole auf und sind damit ein Stück weit sicherer, ein Stück weit geschützter, was die Privatsphäre angeht und die ganzen smarten Geräte hat man ja kastriert, wenn man so will. Das waren jetzt also meine 5 Gründe, um Pi-hole zu benutzen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Abo da, Daumen nach oben, kennt ihr ja das Ganze. Wenn ich einen Grund vergessen habe, dann schreibt den doch gerne mal in die Kommentare oder habt ihr einen bestimmten Grund, warum ihr Pi-hole nutzt, dann ja einfach die Kommentare nutzen und jetzt kommt der Abspann.